Daniel Aminati über Krebserkrankung seiner. Die Ergebnisse sind da. Daniel, 49, und Patrice Aminati, 29, kämpfen derzeit den schwersten Kampf ihres Lebens. Die Frau des Moderators ist an Krebs erkrankt. Viele Untersuchungen hat sie bereits über sich ergehen lassen. Die Ergebnisse selbiger teilt Daniel jetzt auf seinem Instagram-Account. Zu einem Paarfoto. Dass die beiden in liebevoller Pose zeigt, schreibt der 49-Jährige. Die Ergebnisse der Untersuchungen, MRT, PCT, meiner Frau Patrice Eva sind da. Alle befallenen Lymphknoten konnten bei der OP erfolgreich entfernt werden. Es sind keine weiteren Stellenorgane befallen. Glück im Unglück. Es klingt wie eine Entwarnung, die der TV-Moderator gibt. Und dennoch, Patrice hat noch einen langen Weg vor sich. Dessen sind sich beide bewusst. Auf ihrem eigenen Instagram-Kanal informierte Patrice Aminati ihre Follower, ihnen am Montag, 24. April, darüber, dass sie eine Immuntherapie machen muss, die mindestens 12 Monate dauert und ihr einiges abverlangen wird. Und auch Daniel Aminati ordnet die Ergebnisse in seinem Text ein, über den Berg sind wir leider noch lange nicht. Anführungszeichen. Doch die beiden bleiben positiv und kämpferisch. Sie sind sich sicher, diese Krise gemeinsam meistern zu können. Für sich, aber auch für ihre kleine Tochter Charlie Malika. Lilly Krug lässt ihre rund 108.000 Fans auf Instagram regelmäßig an ihrem Leben und ihrer Karriere teilhaben. Die 21-Jährige startet aktuell als Schauspielerin durch. Aufnahmen mit ihren berühmten Eltern finden sich auf ihrem Account kaum. Umso schöner, dass Lilly am Montagnachmittag, 24. April, einen Schnappschuss mit ihrem Vater Martin Krug, 65, veröffentlicht. The Krugs, schreibt Lilly zu der Aufnahme, die offenbar in einem Restaurant oder Café entstanden ist. Und markiert den Instagram-Account ihres Vaters. Ein privater Einblick, mit dem sie ihren Follower, ihnen eine große Freude macht. Im September 2022 hatte Charlotte Mayhoff, 40, ihre Schwangerschaft verkündet. Im März dieses Jahres gab sie die Geburt ihres Babys auf Instagram mit einem goldigen Schnappschuss bekannt. Jetzt meldet sich die RTL-Moderatorin mit einem Posting in den sozialen Medien zurück und macht klar, dass sie noch immer privat und nicht beruflich unterwegs ist. Das erste Mal wieder draußen nach dem Mutterschutz, noch privat mit ein paar Schnappschüssen von einem wichtigen und schönen Termin. Leitet die Neumama ihren Beitrag ein und lüftet direkt im Anschluss das Geheimnis des Anlasses, der Bundespressewahl 2023. Warum der Journalistin dieses Events ein Anliegen ist, schildert sie auf der belieben Social-Media-Plattform. Der Bundespresseball tarnt unter dem Motto für die Pressefreiheit. Die ist nämlich nicht so selbstverständlich. Wie sie sich bei uns vielleicht anfühlen mag, erklärt sie den FollowerInnen. Ein wenig müssen die Fans noch auf ihr Comeback bei RTL aktuell warten und auch auf Instagram zieht sich die frisch gebackene Mama weiterhin zurück. Doch Charlotte Mayhoff verspricht ihren Fans, ich steige ganz langsam wieder ein und freue mich schon sehr darauf. Haben Sie die Promi-News verpasst? Hier finden Sie die Promi-News der vergangenen Woche. Verwendete Quellen, Instagram.com